Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Max und wir sprechen heute über die Beats Studio Buds Plus. In diesem Video erzähle ich dir 5 Dinge, die du vor dem Kauf der Kopfhörer wissen solltest. Also bleib dran. Außerdem würde ich mich über ein Like auf das Video und über ein Abo freuen. Und jetzt viel Spaß. Beginnen wir mit der Klangqualität, denn hier gibt's einiges zu beachten. Die Studio Buds Plus liefern einen basslastigen, aber dennoch ausgewogenen Klang. Allerdings sind die Höhen etwas kratzig. Ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr zum Beispiel Spotify nutzt, könnt ihr die Höhen in den Einstellungen etwas reduzieren. Dann wird der Sound wirklich fantastisch und ihr bekommt ein tolles Hörerlebnis. Kommen wir zum Design und zum Tragekomfort. Das Design der Kopfhörer ist definitiv ein Hingucker. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich, darunter auch ein cooles, transparentes Modell. Die Silikonohrstücke sitzen sicher und werden mit 4 verschiedenen Größen geliefert, sodass auch für jeden das Richtige dabei ist. Außerdem ist der Tragekomfort wirklich hervorragend, auch über längere Zeiträume hinweg. Ein weiterer Pluspunkt der Studio Buds Plus ist die verbesserte Akkulaufzeit und die effektive Geräuschunterdrückung. Ihr könnt euch auf eine lange Wiedergabezeit ohne ständiges Aufladen freuen. Die Verbindung zu iOS-Geräten funktioniert reibungslos und auch Android-User kommen mit Google Fast Pair auf ihre Kosten. Das Einrichten und Wechseln zwischen verschiedenen Geräten geht kinderleicht und super schnell. Seit ich die Kopfhörer habe, hatte ich da wirklich noch nie Probleme. Kommen wir zum Preis und den Vergleich zu den AirPods Pro. Mit einem aktuellen Preis von 166 Euro sind die Studio Buds Plus etwas günstiger als die dritte Generation der AirPods, bieten aber mehr Funktionen und einen sicheren Sitz im Ohr. Wenn ihr aber bereit seid, mehr auszugeben, bieten die AirPods Pro zweite Generation für 265 Euro räumliche Klangeffekte und eine noch bessere Geräuschunterdrückung. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, dieses Video hilft euch bei eurer Kaufentscheidung. Wenn ihr Fragen habt oder weitere Informationen benötigt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.